herzlich willkommen zu einem neuen Video, Essen Motor Show. Ich habe noch keine Idee, was wie wo wir euch alles zeigen. Hier im Hintergrund die Fahrzeugflotte von Herrn Krämer werden wir euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Das machen wir allerdings später. Jetzt gehen wir erstmal einmal gegenüber und zwar von Stefan, von schon wieder früher morgen, ihr seht, es wird gerade voll, von Stefan, der Audi TT Hasi Racing. Einer der beklopptesten Typen auf diesem Planeten auf jeden Fall, weil jeder, der ihm bei Instagram folgt, weiß einfach, was der Typ an Zeit investiert in dieses Auto, weil er das in kürzester Zeit wieder mehrfach aufgebaut hat. Aber das gucken wir uns mal an. Also es geht jetzt um ein 1000 PS Viertelmeile Auto. So, da ist er hier. Guten Morgen, Stefan. Hallo, ich muss dich einmal verkabeln hier. Ja. Ah, mit Bändchen, perfekt. So, jetzt kannst du reden. Hi, guten Morgen. Ich habe dich schon gerade so vorgestellt, dass du auf jeden Fall einer der kaputtesten Schrauber in der Szene definitiv bist, weil es gab wirklich Tage, ne? Marius und ich haben uns das immer so per WhatsApp hin und her geschickt, wie du schon wieder am Schrauben warst, ne? Weil da waren wirklich, also weiß ich, da waren ja gefühlt, hast du innerhalb von einer Woche teilweise das ganze Auto, Motor raus, zusammen wieder zerlegt und so weiter, ne? Ja, leider. War nötig, habe ja erst begonnen mit dem Ganzen. Das heißt, du musst noch ein bisschen Nacharbeit liefern. Hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Ja, erzähl mal. Audi TT. Ja. Einmal alles. Audi TT, R30 Turbo, GTX 47. Einmal alles gemacht. Und vollsequenzielles Quiff. Erzähl mal, wann hast du das Auto aufgebaut? Selbst das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? November 21 habe ich das Fahrzeug gekauft. Ja. Und im Januar bzw. Dezember 22 war der erste Start, der gleich mal richtig in die Hose ging. Das heißt in einem Jahr? Ein Jahr, ja, fürs ganze Auto? Ja. Weil ich sehe es bei mir in der Limo so, wir schuften und rackern gefühlt, ja, jeden dritten Abend, die Woche, jeden zweiten Abend. Man kommt einfach nicht voran, weil es ist ja auch bei deinem Auto ist auch so, es ist ja nicht ein Teil, was nicht angefasst ist. Ja. Also es ist wirklich ja rundum jedes Teil irgendwie. So. Also die Zündspulen sind Serie. Das ist noch das Einzige, was aus dem Fahrzeug unangetastet war. Ja. Aber sonst weiß ich, es ist egal, wo man anfängt. Hier ein Halter, ja, da eine Schraube, da ein Loch. Ja, ja. Also das Grundgerüst war von Anfang an klar. Aber ich sag mal, die eigentliche Arbeit kam dann erst so nach und nach, als es dann lief. Da hat mir das Auto dann schon gezeigt, was noch zu tun ist. Aber reines Viertelmeile-Auto? Reines Viertelmeile-Auto. Ist dein erstes Viertelmeile-Auto oder was hattest du vorher? Ich hatte meinen Golf 2 mit 500 PS. Da bin ich auch mal Meile damit gefahren. Das war vielleicht ein Fehler, weil da hat es mich infiziert. Ich habe dann 4 Jahre versucht, das nicht zu bauen. Habe da mich echt dagegen gesträubt, weil, sind wir mal ehrlich, Zeit, Geld. Ja, muss man schon immer so sagen, das ist schon krass. Weil der große Unterschied bei einem Viertelmeile-Auto ist immer, dass wir bauen diese Autos ja, um sie eigentlich kaputt zu machen. Und man muss ja so ehrlich sein, Keiner baut so ein Auto ja, um dann einmal mitzufahren und die Zeit immer wieder zu fahren, sondern es ist ja immer der Reiz. Mehr Leistung, schneller sein, mehr Traktion und dabei fliegt halt immer irgendwas. Ne? Du lernst halt auch am meisten, wenn es kaputt geht. Also klar versucht man es nicht kaputt zu machen und den Weg zu finden, dass es hält, aber ja, am meisten Erkenntnis ziehst du aus kaputten Dingen. Wie bist du auf TT gekommen? Warum TT? Aluminiumkarosse, Aerodynamik. Golf 2 wurde auch immer teurer, war früher auch Golf 2 Fahrer, wurde dann auch immer teurer. Blöd mit Allradumbau, zu der Zeit war so Thema Gitterrohr noch gar kein, also war bei mir noch gar nicht so ein Thema. Und dann musste man wieder umschweißen auf Allrad und so weiter und so fort. War auch sehr zeitaufwendig, da R32 von Anfang an klar war, hat sich der 8J eigentlich super geboten. Was an der Karosse ist jetzt alles Alu? Also außen, also ja gut, hier jetzt eigentlich nicht mehr, eigentlich die Türen, Dach sowieso, der Heckbereich, ja, das ist so teilweise eine Aluminiumlegierung, auch hier. Es gibt so von Audi einen, ja, so einen Plan, wo einmal die Abschnitte so aufgezeigt sind, aber ich glaube so, das eigentliche Stahlkonstrukt ist eigentlich nur der Boden. Also ist zusammengeklebt, Stahl und Alu teilweise. Ja, ja. Weil es ist eigentlich ein Auto, was man auf der Viertelmeile noch relativ wenig sieht, finde ich. Ja. So, dafür das. Hast du mal gewogen, was wie hier so steht? 1080. Also Serie 1550 ungefähr. 1560, glaube ich. Jetzt 1080, ne? Genau, 1080 konnte ich holen. Das ist so witzig, so egal wie viel man macht in Sachen Gewicht, so bei 1000 bis 1100 landet man am Ende immer. Das war auch das Ziel. Die Zelle ist sehr schwer. Die haben es selber gemacht. Die wiegt 88 Kilo, aber wir können gerne mal aufmachen, aber bei
Bei Sicherheit wollte ich halt nicht sparen. Ja, krass, aber ihr habt auch die ganze Zelle so da gebaut? Ja. Also nimm Tim, der Harpart. Tim hat so mein Denken damit mir umgesetzt. War auch keine ganz einfache Zeit, oft nach Balingen zu ihm fahren. Ja, ja. Aber mir war das eben wichtig, vor allem den Fahrerbereich einzeln zu schützen. Und für den TT gibt es gar keine Zelle. Ah. Also und auch jetzt? Bei namhaften Herstellern nicht, weil der Einstieg hier, der ist so tief und die bekommen das gar nicht hin. Zum Beispiel bei vielen Zellen ist ja so, die fangen hier an, gehen dann bis unten. Das bekommst du in das Fahrzeug gar nicht rein. Das war auch der Grund, warum wir eine komplett schraubbare Zelle gemacht haben. Also wir können die auch wieder ausbauen. Krass. Ich finde das ja geil mit dem, wenn die, im Drag Race baut man die Zelle immer so um den Fahrersitz rum. Finde ich optisch immer geil. Ja, ist auch einfach ein großer Sicherheitsaspekt. Da haben wir auch eine rechte Gewandung genommen. Du weißt, ich bin auch Papa und das ist am Ende das Einzige, was dich so richtig schützt, wenn es mal schief geht. Und dann meintest du, der erste Start gleich schief gegangen? Erster Motorstart war 10 Minuten, dann war der Motor fest. Ich wollte ein bisschen andere Wege gehen in dem A30-Ding und habe manche Kanäle geschlossen, andere geöffnet. Am Ende war es eine Öldose, die eine Sperrrichtung hatte. Und damit kam kein Öl mehr an. Öldruck war trotzdem da, weil der Schalter davor war. Dumm gelaufen, viel gelernt. Ach krass, also wirklich den ganzen Motor quasi trocken gefahren? Gleich von ja, Anfang also 10 Minuten lief er ohne Öl. Das kann ich sagen, nur mit der Schmierung vom Zusammenbauen. Und dann zerlegt man auch wirklich alles Marsch oder konnte man irgendwas rennen? Nee, Kuppelwelle war Schrott. Das konnte man eigentlich so weit wieder nehmen. Klar, Lagerschalen. Das sind dann genau die Momente, die ich meinte, wo wirklich in kürzester Zeit du wieder alles zerkloppt hast und wieder alles zusammengebaut hast. Ne? Der erste Start war an Weihnachten. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun gehabt, sondern es war einfach Samstag. Ja, und ja. Da war die Familie happy. Ja, geil. Okay, aber jetzt passt alles soweit? Ja. Jetzt haben wir am Dienstag nochmal neu abgestimmt. Nach einem erneuten Schaden nochmal den Kopf gemacht, neu abgestimmt. Und jetzt lief es richtig gut. Was kam da raus? 1213 PS und 1075 Newtonmeter. Krass. Dann war leider erstmal Pause bei 18 Uhr. Polizei kam schon, war viel zu laut. Machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Aber du meinst, reicht noch nicht mal? Willst du lieber noch mehr? Vielleicht nicht noch mehr, aber ich denke, man kann da auf jeden Fall noch optimieren. Aber fürs erste Mal zufrieden, muss man dann auch immer auf die Strecke umsetzen. Ich meine, tolle Zahl, aber die bringt dir gar nichts in der Viertelmeile. In der Viertelmeile zählt die Zeit. Ja. Da können auch 2000 PS stehen, das bringt dir überhaupt nichts, wenn du am Ende halt nicht schnell wirst. Was bist du an Leistung bisher gefahren aber auf der Viertelmeile? Ich denke 800 bis 900 PS. Ach, so wenig also erst. Krass. Ich glaube nicht, dass es arg viel mehr war. Kannst du ja nicht genau sagen, aber... Weil das wird dann ja so der richtige Ritt auf der Kanonenkugel, ne? Ja, ich denke, jetzt wird's schon wild. Krümmer und sowas auch alles selber gebaut? TTK. Ach stimmt, die haben das bei sich im... Habe ich damals... ist das der alte Krümmer von denen auch aus dem alten Auto? Nee, ist ein neuer, ist quasi die zweite Version. Das ist mit V-Band. Der erste war zusammen und... Ich habe damals mit Stefan und Markus geredet und denen gezeigt oder erklärt, was ich vorhab. Und die haben gleich gesagt, geil, helf mal. Ja, krass ist, dass man aus diesem R30 Motor ist das, ne? Genau, richtig. Wie schnell und einfach man da in Anführungsstrichen mit einem großen Lader immer Leistung rauskriegt. Ja. Also da ist der Motor schon echt dankbar. Hier habe ich am Ende schon einmal alles gemacht. Aber ja, verhältnismäßig zu anderen Fahrzeugen. Und das ist eigentlich ein Lader, der so wahrscheinlich so 14, 1500 eigentlich kann, oder? Das glaube ich angegeben mit 1610. Aber nicht falsch verstehen, aber ich habe einen verhältnismäßig kleinen Lader gewählt. Einfach aus dem Grund, dass ich versuche, dass er relativ früh anspricht. Bin auch, glaube ich, ganz zufrieden. Also das wird sich jetzt das neue Jahr zeigen. Ja? Du weißt, wie es läuft. Wenn man dann weitergeht und weitergeht, kommt auch schnell wieder irgendwie eine Grenze. Wann kommt so ein Lader? Wann geht das so los? 4,5, die Richtung fängt es dann schon langsam an. Da hört man immer wieder von den R32-Jungs, dass der Motor da echt dankbar ist, was das angeht. Ne? Weil es ist halt auch ein riesen Krümmer und ein riesen System, was alles erstmal gefüllt werden muss. Ja, genau. Also das ist eben. Also das mag man auf dem Prüfstand. Und jetzt hast du auch das sequentielle Getriebe von Quaife eingebaut. Ja. Hat es aber vorher auch erst noch normales Getriebe drin? War direkt das Quaife? Ich habe davor ein anderes Auto gebaut, auch ein TT. Fährt der Dennis jetzt, auch auf der Viertelmeile, ein Grauer. Und wollte ich damals die Straße und die Meile so ein bisschen kombinieren.
ja, das hat dann mit Eintragungen und hin und her nicht geklappt. Und dann habe ich damals das Auto verkauft und am Ende eigentlich für selbe Summe das Getriebe gekauft. Ja. Und habe dann gesagt, ja, wenn, dann richtig. Ganz oder gar nicht, ne? Ja. Ist einfach daran, aber du hast es mit Shifter, ne? Genau. Genau, genau, also. Das ist eigentlich das, was ich für eine Arbeit eigentlich auch bräuchte. Das greift oben in den Käfig rein. So, aber damit du die Tür von außen noch aufkriegst. Muss schon Tür. Zack. Ich habe halt, der TT hat eigentlich ja keinen Scheibenrahmen. Das Fenster schließt automatisch und legt an. Und das wäre halt zu wabbelig. Man kann es ja oben einfach nochmal zumachen. Ich meine, das ist ja auch nur Carbon. Ja, lightweight. Ja, geil. Wie ist das mit dem Alu? Ist das bequem? Setz dich doch mal rein. Weil man denkt immer so, ohne Sitzkissen komplett, denkt man immer... Guck mal hier. Rechts oben ist das Lenkrad. Kannst du mal das Lenkrad drüben schnappen. Das habe ich da einmal drauf. Ja, viel sehen tut man nicht mehr so, ne? Nee, also ist auch tatsächlich ein bisschen beklemmend immer, aber ist ja hier auch keine Touristenfahrt. Geil. Aber ich finde, der Sitz ist eigentlich ganz okay, also für das, wie unbequem er aussieht. Letzten Endes ist natürlich ein unbequemer Sitz auch eine Ambition, schnell zu fahren, dann kommt man schnell wieder raus. Schnell wieder raus, ne? Und was halt definitiv ist, wenn man gar kein Sitzkissen drin hat, merkst du natürlich auch am meisten vom Auto. Ja, das stimmt. Kommt da auch das dazu. Stimmt. Und, aber gut, du hast natürlich noch einen Anzug an, der polstert ja auch noch so ein bisschen. Aber der Sitz ist jetzt einfach, also was ist der Grund, warum man sich den einbaut? Leichter? Oder? Ja. So. Alu. Genau. Also das ist, glaube ich, somit das Leichteste, was man da reinchecken kann. 4 Kilo. Ja, also sonst bleibt nur die Bierkiste. Hier oben greift er. Ja. Greift er rein. Genau, richtig. Ja, dann halt das Nötigste. Löschanlage. Klar, Batterie habe ich vorne drin. Den Bremsschirm nutzt du den? Ich habe mal getestet. Muss aber noch ein bisschen Geschwindigkeit drauflegen, dass sich das lohnt. Also, aber war größere Überwindung da das erste Mal so dran? Ich war schon aufgeregt, aber hat eigentlich gut funktioniert. Ich habe ihn tatsächlich beim ersten Mal bei 220 gezogen. Da habe ich ihn gar nicht so arg gespürt. Dann bei 240, da habe ich ihn dann schon gemerkt. Bin mal gespannt, wenn es mal in die höheren Regionen geht, dann greift sowas, glaube ich, auch deutlich mehr. Was ist Bestzeit mit dem Auto bisher? 9,6. Aber Ziel wahrscheinlich auf jeden Fall in Richtung 8, ne? Ja. Krass. Ja, ich finde immer wieder, dass als wir haben halt ganz viele Zuschauer, die halt nicht so Schrauber sind, wie viele Stunden halt in diese Autos reingehen, ne? Ja, es ist enorm. Das ist wirklich enorm. Das kann man auch so gar nicht immer beschreiben, sondern es ist einfach, ja, krass. Aber ich glaube, wenn man gerade in dem Sport unterwegs ist, dann muss man auch einfach sehr gern schrauben, weil, ja, ich war eigentlich immer der viel geschraubt hat, dann ging es ans Fahren, das wurde dann so ein bisschen langweilig für mich. Und hier ist halt eben die Sache doch eine andere. Ja? Da ist das Fahren dann im Vor-, also das Fahren ist das Besondere. Mhm. Und das Schrauben ist eben der Alltag. Ja. Aber ich hoffe, dass wir jetzt an einen Punkt langsam kommen, wo vielleicht gar nicht mehr so viel geschraubt werden muss. Aber du weißt, wie es ist. Dann legt man wieder einen drauf und dann kommt das nächste Problem. Das schiebt sich ja so durch. Das ist ja genau das Problem bei der Viertelmeile, dass man will ja immer schneller werden, ja. Und man wird aber nur schneller, wenn man halt irgendwie irgendwas drauflegt, und drauflegen ist halt immer gefährlich. Ich sag ganz ehrlich, das ist auch am Ende ein finanzieller Aspekt, ob man dann immer schneller werden kann, oder mittlerweile gibt es auch die Option zu sagen, ich lege meinen Steckenpferd auf Shootouts. Mhm. Das heißt nur noch so 1-gegen-1 Rennen zu fahren und solche Dinge. Ja, natürlich auch eine Option, ja. Ich glaube, nachher wird es so eine Mischung aus allem. Was denkst du realistisch, wie viel schraubst du an der Kiste? Ja, die letzte Zeit war es sehr viel. Also gerade auch, weil sich dann immer noch so Fehler eingeschlichen haben. Und ich hoffe, das jetzt zu minimieren. Also das wird man sehen. Aber das sind schon so 10, 20 Stunden die Woche? Mehr. Ja, viel mehr. Also, viel mehr sogar, ne? Also jetzt so, wie gesagt, am Dienstag wurde abgestimmt. Am Sonntag war das Auto noch nicht wieder zusammengebaut. Mhm. Also, kommt dann auch immer drauf an. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen eine ruhigere Phase nach der Messe, aber ja, also so zwischen Bautzen und Late Night war eine Woche, da war hier wieder Kupplung raus und so weiter und so fort. Ja, da gehen dann schon mal deutlich mehr Stunden ins Land. Wann sind so deine Zeiten? Wann schraubst du normalerweise immer? Ganz unterschiedlich. Ich bin Schichtarbeiter und ich versuche es immer gut mit der Familie zu kombinieren.
in Absprache, dass ja eigentlich immer dann, wenn sich eine Zeit ergibt. Also ich muss da einfach flexibel sein. Also auch gerne mal nachts. Ja. Abends, nachts und weiter. Ja, wenn in der Nachtschichtwoche oder so, ja. Da, wenn dann alle im Bett sind, da kann man natürlich sehr in Ruhe arbeiten. Ja, ja, ruf doch keinen an. Mach am besten das Lenkrad kurz raus, dann kommst du besser raus. Ja, ich kenne das, weil bei mir ist es auch so. Ich fange nie vor 20 Uhr an zu schrauben und schraub dann auch mal bis 2, 3 Uhr nachts. Da ruft auch niemand an. Nee, da ist Ruhe, da kannst du machen und so weiter. Ja. Wie ist das mit Hinterachse? Vergline-Konstrukt, also Vorderachse und Hinterachse für den Motorsport. Stark gelagert, also mit Unibar-Lager. Kann man dann einstellen, quasi auch für die Rundstrecke. Oder ist eigentlich, glaube ich, für die Rundstrecke konzipiert, aber für die Viertelmeile gut geeignet. Bis jetzt macht sie ihren Dienst, aber wurde auch noch nicht so arg gefordert. Ja, ja. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht hier, dass das Nexen, dass die Slicks haben für die Rundstrecke. Für die Rundstrecke haben sie Slicks, für die Meile tatsächlich nicht, aber hatten trotzdem Interesse am Fahrzeug. Aber das ist Rundstrecke. Mhm. Mal gucken, ob es die Arbeitgröße da gibt. Das ist jetzt eine 250. Das ist eine Nummer größer, ja. 650. Ja, ja. Geil. Und sonst so noch irgendein Ziel mit dem Auto oder einfach erstmal nur also, fertig machen, großes, reinkommen? Ganz großes Ziel ist jetzt mit dem Keil, mit dem Abstimmer, eben Haltbarkeit. Mhm. Ja, Rennkasse ist auch immer leer. Ja, ja. Und daher einfach Haltbarkeit und dann langsam nach vorne taschen. Ja, und das einfach auch genießen, den Weg. Nimm auch mal so eine Messe mit. Ja. Was sagst du jetzt, Motorshow? Ja. Warst du schon mal hier oder erste Mal? Immer. Aber immer nie mit einem Fahrzeug. Ja, ja. Das ist meine erste Messe mit Fahrzeug. Und mega. Und ist gleich ganz anders. Also wenn du ein eigenes Auto mit hast, ist es immer anders als. Ja, ist sehr besonders. Also sicher, was hier wieder los ist. Und das Interesse ist halt da, die Leute sind sehr freundlich. Kann ich nur empfehlen. Vor allem finde ich es saugeil im Winter, wenn man dann doch so wieder ein bisschen raus ist aus dem Thema, schlechtes Wetter, man sieht schon länger keine schönen Autos mehr oder wenige und dann wieder hier in den Zirkus einzusteigen, ist geil. Wobei, aktuell ist es tatsächlich so, wir sind scheinbar der einzige Fleck in Deutschland, wo es nicht schneit, weil überall ist Schnee. Normalerweise ist es andersrum, nur in Essen schneit es und irgendwo anders schneit es während der Essen-Motorshow. Also, ne? Ich komme gar nicht nach Hause mit dem Hänger, weil bei uns ist komplett Land runter momentan. Ja. Wir sind auf 700 Höhenmeter. Da geht gerade nichts mehr. Mhm. Da geht nichts mehr. Frau hat schon gesagt, ich soll nach Hause kommen zum Schneeschippen. Ja, geil. Vielen, vielen Dank, dass ich das Auto vorstellen durfte. Ja, erste Video Essen Motorshow. Schreibt mal in die Kommentare, was wir noch zeigen können, sollen, wollen. Weil noch ist auf jeden Fall ein bisschen Luft, dass wir noch ein paar Filmchen drehen. Ja. Und dann viel Erfolg. Lass Heide, ob das hier 8 purzelt. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr bei dem einen oder anderen Event. Mama. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.